Herzlich willkommen zurück. Das war eine schlechte Idee. Hier kommen Gegner. Nein, also doch, ich denke schon, dass Gegner kommen, aber ich hoffe auch die Antwort auf unsere Frage, beziehungsweise auf meine offene Frage, ob das tatsächlich der eine ist. Ich sagte euch doch, dass man uns folgt, Akolyt. Zeigen wir ihnen die wahre Macht der erwachenden Flamme. Sehen wir uns um. Ach da. Deastrix Zansora. Die Zeit der vier Ambitionen naht mit großen Schritten. Wir müssen unsere Bemühungen beschleunigen, sonst werden Dekaden der Planung zunichte gemacht. Kaiser Leovig versteckte die Ambitionen und wurde getötet, bevor er mich über ihren Verbleib informieren konnte. Aber er hat Hinweise in verschiedenen Verstecken verborgen, die über das Kaiserreich verteilt sind. Wir können uns auch der Teile des Geheimnisses bemächtigen, die meine Ratskollegen kennen, bevor wir sie hinrichten. Und ja, sie müssen sterben, damit das Geheimnis der Langhauskaiser gewahrt ist. Wir werden ihren Mord der dunklen Bruderschaft in die Schuhe schieben und so möglichst lange jeden Verdacht vom Orden der erwachenden Flamme abwenden. Außerdem, ehrenlos, oder? Außerdem weiß ich seit kurzem, dass eines von Leovigs Verstecken sich in unserem ehemaligen Dunkelforst-Heiligtum befindet. Entsendet eure besten Akolyten. Tötet Vogt Faral, Lupus und die Ratsmitglieder Arbor, Valeria, Itinia, Jirich und Sophus. Möglicherweise müssen wir auch Lovidicus beseitigen. Der ehemalige oberste Ratsherr ist schlauer, als gut für ihn ist. Möglicherweise wird ihm klar, was vor sich geht, und dann könnte er versuchen, gegen uns einzuschreiten, bevor wir uns die vier Ambitionen sichern können. Ich werde außerdem einen Angriff gegen mich selbst planen. Dieser wird zwar vereitelt werden, aber dennoch weiteren Verdacht auf die dunkle Bruderschaft lenken. Ich hab's doch gesagt! Ich hab's gesagt! Denkt daran, nehmt keinen Kontakt zu mir auf. Ich werde mich bei euch melden. Nichts darf mein wahres Wesen enthüllen, bevor der richtige Augenblick gekommen ist. Im Namen unseres Fürsten von Feuer und Flut, Hohepriester Vandazia. Ich hab's gesagt! Vandazia ist der Hohepriester des Ordens? Ja! Ich wusste seit dem Moment, in dem er mich geschlagen hatte, dass ich den Mann nicht leiden kann. Ich wusste auch vorher schon, dass ich den nicht leiden kann. Ich habe bereits Kunde an den erhabenen Hohepriester geschickt. Der Vogt und drei der Ratsmitglieder sind tot. Nur Ratsherrin Itinia ist uns entkommen, da sie sich derzeit nicht in der Provinz Dunkelforst aufhält. Ich habe auch die Dokumente übersandt, die wir in der Freistadt der Dunklen Bruderschaft erlangt haben. Mit diesen Informationen sollte es den Hohepriestern ein leichtes sein, die versteckte Position der ersten der vier Ambitionen ausfindig zu machen. Darüber hinaus habe ich den Angriff auf Castel Leavin befohlen. Bald werden die Dokumente der anderen Ratsmitglieder unser sein. Dann erfahren wir, wo sich die Ambitionen befinden. Jetzt muss ich hinausgehen und mich um Plagegeister kümmern, die die Ruinen betreten haben. Ich glaube, man ist uns von der Freistadt aus gefolgt, wie ich mich darauf freue, ihnen die wahre Macht zu zeigen, die ein Heer der Katastrophen entfesseln kann, wenn es erforderlich ist. Wir kommen zu spät. Der Aufenthaltsort der Ambition wurde an den Hohepriester übermittelt. Doch was war das von wegen eines Angriffs auf Castel Leavin? Nun weiß ich also, wer für diese schwere Beleidigung der dunklen Bruderschaft sterben muss. Ratsherr Vandazia. Der Hohepriester der erwachenden Flamme. Doch was haltet ihr von diesem Tagebucheintrag? Über die erste Ambition und einen Angriff auf Castel Leavin. Sie haben das, was immer sie gefunden haben, zu Vandazia geschickt. Und anscheinend wurde den Kultisten befohlen, Leavin anzugreifen. Sie haben, was sie wollten. Und nun schicken sie ihre Streitmacht, um den Rest der Ratsmitglieder zu ermorden. Sobald diese tot sind, wird Vandazia der Einzige sein, der das Geheimnis der Langhauskaiser noch kennt. Es geht um mehr als das. Lovidicus hat Dokumente, die den Verbleib der restlichen Ambitionen offenbaren. Und Vandazia wird alles in seiner Macht Stehende tun, um diese Dokumente in die Hände zu bekommen. Ich schätze, euer Weg ist klar. Ihr müsst schnellstmöglich zum Castel Leavin zurückkehren. Und was werdet ihr machen? Ich werde hierbleiben und mich um ein paar weitere Kultisten der erwachenden Flamme kümmern. Ich muss noch ein wenig Wut darüber abarbeiten, dass man meine Freistadt angegriffen hat.
Ich würde vorschlagen, ihr kehrt mit aller gebotenen Eile ins Kastell Leyawin zurück. Ihr werdet nicht mit mir kommen, um die anderen Ratsmitglieder zu verteidigen? Ich bin ein Assassine, kein Soldat. Ich habe meinen Teil getan. Nun geht ihr euren Tun. Sobald ich hier fertig bin und falls Vandasia dann noch lebt, nun, dann werden wir sehen, was geschieht. Bis hoffentlich später, Elam. Ja, dann nehmen wir mal die Abkürzung. Allerdings würde ich sagen, ich würde gar nichts sagen. So, wir sind da. Und anscheinend sind die hier alle ausgeschlossen oder so. Öffnet diese Tore. Wir müssen zu den Ratsherren. Sie sind von innen verriegelt. Söldnerin, ihr seid zurückgekehrt. Eveli versucht, in die Kaserne vorzudringen. Geht! Redet doch erst mit mir. Die Kultisten der erwachenden Flamme haben für eine Ablenkung gesorgt. Und wie grüne Rekruten sind Eveli und ich darauf hereingefallen. Kaum, dass wir das Kastell verlassen hatten, sind sie dort einmarschiert und haben sich in ihm verbarrikadiert. Sind die Ratsmitglieder noch am Leben? Ich bin mir nicht sicher. Als wir erkannten, dass die Ablenkung nur eine List war, hatten die Kultisten uns bereits ausgesperrt. Wenn die Kultisten Lovidicus, Vandasia und den anderen etwas antun, werde ich keine Ruhe geben, bis sie alle dafür gebüßt haben. Ratsherr Vandasia ist ein Verräter. Er ist der Hohepriester des Ordens der Erwachenden Flamme. Was? Seid ihr euch sicher? Vandasia dient Dunkelforst und dem Kaiserreich schon mehr als 50 Jahre. Es reicht. Wir müssen hineingelangen. Dann können wir der Wahrheit auf den Grund gehen. Sucht Eveli bei der Kaserne und unterstützt sie. Jawohl. Eveli bei der Kaserne unterstützt. Das hört sich lecker an. Komme ich denn da hin? Komme ich von hier aus? Ach, die ist da. Nee. Das sah mir nicht sehr nach Eveli aus, die da. Beziehungsweise der da oben rumgelaufen ist. Ganz ruhig. So, wartet ab. Hallo. Jetzt können wir hinein. Lasst. Oh, ihr seid hier. Hm. Oh, Öfra sei Dank. Ihr seid zurück. Hauptmann Rian und ich, die haben uns hereingelegt. Uns aus dem Kastell gelockt. Jetzt ist dort alles abgeriegelt und ich weiß nicht, ob die Ratsmitglieder noch am Leben sind. Das habe ich wirklich ganz schön versaut. Ratsherr Vandasia steckt hinter allen. Er ist der Hohepriesterin des Ordens der Erwachenden Flamme. Vandasia? Dieser Verräter! Er hat uns hereingelegt. Er hat uns angelogen. Er ließ seine eigenen Kollegen ermorden. Und alles nur, um ein paar dädrische Waffen in die Hände zu bekommen? Aber Lyrant, die Dremora, sie hat mir gesagt, dass das Schicksal der Welt auf dem Spiel steht. Wir müssen die Ratsmitglieder erreichen. Für diese Tür ins Kastell? Ja, die Kaserne ist mit dem Rest des Kastells verbunden. Da ich die Kultistenwachen ausgeschaltet habe, können wir so die Ratsmitglieder und die Legaten erreichen. Gehen wir, aber bleiben wir aufmerksam. Wir sind uns nicht sicher, wie viele dieser angeknacksten Eicheln dort auf uns warten. Dieser angeknacksten Eicheln. Dann komm, Eveli. Okay, das ist nicht gestorben. Sehr schön. Beeilung! Wir müssen die Ratsmitglieder erreichen. Ja, Entschuldigung. Ich darf ja wohl mal unterwegs ein bisschen gucken. So, wir müssen geradeaus, links rum durch und dann rechts. Ich fasse es nicht, dass Vandasia uns zum Namen gehalten hat. Oder dass er bei diesen Fanatiken... Oh, die töten gerade alle, wo ich dran vorbeikomme. Ist das schlimm? Bei allem, was auf dem Spiel steht, wie könnte ich nicht... Wo kommt der? Der stirbt irgendwie nicht, Basti. Ah, jetzt. Okay. Das hat er jetzt gemacht? Hat er die mitgenommen oder was? Ich bin verwirrt. Die war doch gerade noch da. Und wo müssen wir jetzt hin? Geradeaus und dann rechts rum oder wie? Hi. Ah ja. Wo kommst du denn jetzt auf einmal her? Wir können später reden. Ich glaube, wir dürfen auch gerade nicht reden. So, ich weiß nicht, warum du jetzt bei mir bist, aber... Ich wusste, dass die Lage angespannt ist. Doch ich hatte nicht geglaubt, dass in dem Augenblick, in dem ich das Kastell erreichte, ein Krieg ausbricht. Die Kultisten wuselten aus Portalen hervor wie Ameisen aus ihren Hügeln.
Alles, was ich tun konnte, war, ihnen aus dem Weg zu gehen und einen sicheren Ort aufzusuchen. Wenigstens geht es euch gut, Beragon. Es tut gut, euch zu sehen. Gleichfalls. Ich kam so schnell, wie ich konnte, doch selbst das war noch zu spät, um mehr als einen raschen Blick auf die verschlüsselten Dokumente zu werfen. Ihr solltet euch allerdings beeilen. Vandasia hat es auf Ratsherr Lovidicus abgesehen und in seinen Augen funkelt er die Mordlust. Nehmt meine Schwester und geht. Hier, nimm meine Schwester und dann abmarsch. Der Typ ist cool. Nee, darum. So. Bin ich da? Such dir jemand anderen. Ist einer sauer, weil ich weitergelaufen bin. Ja, ist ja gut. War da was zu lesen? Nee, da war nichts zu lesen. Okay. Ich muss da rum. Aber ich schätze, den müssen wir noch machen. Oder auch nicht. Hände weg, du Verräter. Mut sprecht den Verräter. Ich werde beenden, was die Langhauskaiser anfingen, Lovidicus. Ich werde die Macht der vier Ambitionen entfesseln. Fürst Dagon, hört euren Hohepriester. Entsendet einen Champion, um diese Störenfriede zu vernichten. Dieser hört unter euch. Tod den Sterblichen. Sorgt euch nicht um mich. Kümmert euch um diese Kreatur. Ja, wir müssen uns aber auch um dich sorgen. Ratsherr Lovidicus, ihr nicht. Euch zu unterschätzen. Lasst mich euch in Sicherheit bringen. Vandasia hat uns alle getäuscht. Evely war hier gerade die Geilste. Was ist das für ein Ding? Tötet es, tötet es. Sorry, aber das ist irgendwie... Das war lustig. Es hat etwas Wunderbares, ohne Ziel durch die Straßen einer Stadt zu streifen. Freundin meiner Schwester, sprecht mit mir. Das habe ich doch schon getan. Da wir nun nicht mehr in unmittelbarer Gefahr schweben, kann ich sagen, dass es schön ist, euch wiederzusehen. Ich wünschte nur, die Umstände wären bessere. Ich habe allerdings gute Neuigkeiten. Ich habe die Verschlüsselung in den von euch geborgenen Dokumenten geknackt. Hat das Dokument erwähnt, wo wir die vier Ambitionen finden? Ich bin mir nicht sicher. Ich hatte nur einen kleinen Teil der Verschlüsselung übersetzt, bevor der Angriff begann. Darin wurde ein Gewölbe erwähnt, das sie schützen sollte, womit vermutlich die Ambitionen gemeint waren. Es liegt verborgen in der Oyel-Bak. Doch den Begriff kenne ich nicht. Oyel-Bak? Argonisch vielleicht? Es klingt zumindest so, aber sicher bin ich mir nicht. Ich habe Ratsherr Lovidicus noch nicht Bericht erstattet. Da es so aussieht, als würde er mit euch sprechen wollen, teilt ihm bitte meine Erkenntnisse mit. Und sagt ihm, es tut mir leid, dass ich nicht mehr entschlüsseln konnte. Ich werde jetzt mit Ratsherr Lovidicus sprechen. Lasst Ratsherr Lovidicus wissen, was ich aus dem verschlüsselten Dokument herauslesen konnte. Dass das Gewölbe, das sie beschützt, im Oyel-Bak verborgen ist. Ich wünschte, es wäre mir gelungen, mit der Übersetzung aller Dokumente fertig zu werden, bevor Vandasia sie gestohlen hat. Es ist schön, euch wiederzusehen, Beragon. Gleichfalls, meine Freundin. Hab Dank, dass ihr meiner Schwester auch weiterhin zur Hand geht. Ich weiß, dass sie auf sich aufpassen kann. Doch das bedeutet nicht, dass ich mir keine Sorgen um sie machen würde. Warum hat Vandasia nicht auch versucht, euch umzubringen? Er dachte wohl, ich hätte nicht genügend Zeit gehabt, um Teile der verschlüsselten Passagen zu entschlüsseln. Mir blieb kaum Gelegenheit, mir die Dokumente anzusehen, als sich auch schon die Portale öffneten und seine Kultisten hereinplatzten. Zum Glück bin ich mit diesem Code bestens vertraut. Er ist mein Spezialgebiet. Wir können euch nicht irgendwie dazu verleiten, mit uns auf die Suche nach dem Gewölbe zu kommen? Leider liegen meine Tage als Abenteurer lang hinter mir. Mir ist es heute mit Feder und Tinte viel wohler als mit Schwert und Schild. Ich werde aber noch bleiben und nachfragen, ob Ratsherr Lovidicus meine Dienste anderweitig benötigt, wo ich schon einmal hier bin. Ja, jetzt hat er die lange, beschwerliche Reise auf sich genommen. Wo ist jetzt der andere Typ? Ah, hier. Vandasia wird büßen. Ich schwöre es. Ratsherr Lovidicus, ihr müsst euch ausruhen. Evely. Vandasia ist ein hoher Priester von Meronis Dagon?
Ist er schon all die Jahre ein dädrischer Kultist? Ich habe die Zeichen nicht erkannt. Und nun sind die Ratsmitglieder... Sie sind alle tot. Valeria, Sophus, Abor und Jirich. Vandasia hat uns ausgetrickst. Ich habe die Wahrheit erst nach den Ereignissen in der Freistadt der Dunklen Bruderschaft erfahren. Aber ich hab's schon vorher geahnt. Ich hab's die ganze Zeit gesagt. Ja, natürlich. Die Freistadt. Ich schätze, das beweist wohl, dass die Dunkle Bruderschaft nicht in den Plan verwickelt war, uns zu ermorden. Was habt ihr sonst noch aufgedeckt, während ihr weg wart? Vandasia ist der Hohepriester des Kults und sie kennen den Aufenthaltsort einer der Ambitionen. Es ist noch schlimmer als das. Vandasia hat dem Schreiber die Dokumente entrissen, die ihr von den Ratsmitgliedern beschafft habt. Sobald er sie übersetzt hat, kennt er den Aufenthaltsort aller vier Ambitionen. Beragon hat einen Teil übersetzt. Darin wird Oyel Bak erwähnt, doch das Wort kennt er nicht. Und ich finde immer noch, dass sich das Ganze orkisch anhört. Oyel Bak. Den Begriff habe ich schon gehört. Das ist argonisch. Ich glaube, das meint eine Landschaftsformation in der Marsch von Dunkelforst. Doch Vandasia kannte die Gegend besser als ich. Ich kenne allerdings jemanden, der uns helfen kann. Ihr habt sie wohl schon selbst getroffen, glaube ich. Ihr kennt jemanden, der uns helfen kann, das verborgene Gewölbe aufzuspüren? Falls uns dieser Begriff zu dem Gewölbe führt, kann das gut sein. Wir können nur den Hinweisen folgen, die wir bekommen. Sprecht mit Keshu, der Schwarzflosse. Wenn jemand uns helfen kann, die Wildnis von Dunkelforst zu durchqueren, dann ist es Gouverneurin Keshu. Ach, die Gouverneurin war das. Ja. Ich wollte gerade sagen, der Name kommt mir so bekannt vor. Verdammt! Ich kann kaum glauben, dass Vandasia ein Verräter und Kultistenanführer ist. Und er hat Valeria ermordet. Fast auch Lovidicus. Er war uns die ganze Zeit stets ein paar Schritte voraus. Wir dürfen ihn nicht an die Ambitionen herankommen lassen. Das dürfen wir einfach nicht zulassen. Ratsherr Lovidicus empfiehlt, dass wir nach Gideon reisen und Keshu fragen, was Oyel Bak bedeutet. In der Zwischenzeit haben wir Ratsherr Lovidicus gerettet, die Dunkle Bruderschaft von diesen Morden entlastet und Vandasia als den Verräter und das Oberhaupt des Kults entlarvt. Ihr habt euch gut geschlagen, meine Freundin. Hier, euer Anteil an der Vergütung. Und was ist mit, na schön, wir haben einen Plan, soll ich das jetzt synchronisieren? Wir haben einen geladenen Bogen vom Set Totenländer-Assassine erhalten und einen Fertigkeitspunkt. Also, die Informationen der ehemaligen Ratsmitglieder verweisen auf einen argonischen Ort. Etwas, was man Oyel Bak nennt. Vandasia hat sich mit den Dokumenten aus dem Staub gemacht, ehe wir mehr erfahren konnten. Nun müssen wir herausfinden, was das bedeutet, bevor die Kultisten uns zuvorkommen können. Wir wissen nicht, was Oyel Bak bedeutet oder wie man es findet. Nein, aber Ratsherr Lovidicus hat diesen Ausdruck schon einmal gehört. Er meint, es wäre eine Landmarke auf dem Territorium der Sulxan. Die Dokumente legten nahe, dass es ein Ort ist, der mit den vier Ambitionen in Verbindung steht. Vielleicht sind dort die Waffen eingelagert? Wir müssen einen Experten für diese Region zu Rate ziehen. Kennen wir einen Experten? Gouverneurin Keshu von Gideon. Ratsherr Lovidicus meint, sie würde die Sümpfe und Moore von Schwarzmarsch so gut kennen wie ihre Westentasche. Also, kann ich auf euch zählen? Kommt ihr mit mir nach Gideon, um mit Keshu der Schwarzflosse zu sprechen? Das habe ich dich doch gerade erst gefragt. Ich gehe mit euch nach Gideon und spreche mit Gouverneurin Keshu. Wir treffen uns in Gideon wieder. Dort können wir mit Gouverneurin Keshu sprechen. Sie weiß bestimmt, was dieses Oyel Bak-Ding ist. Das muss sie einfach. Was könnt ihr mir über Keshu erzählen? Nur das, was ich gehört habe. Sie kam aus den Sümpfen von Schwarzmarsch und machte sich einen Namen als Freiheitskämpferin. Sie kämpfte gegen dunkelelfische Sklavenjäger an der Grenze zu Morrowind. Als die akavirischen Invasoren kamen, nahm sie ihre Soldaten und half Windhelm. Wann war das? Vor etwa 10 Jahren. Sie schlug die Invasion zurück und half bei der Gründung des Ebenherzpakts. Zu Beginn des Kriegs der drei Banner befehligte sie sogar die Paktarmee. Dann trat sie eines Tages von ihrem Posten zurück. Sie kam hierher, um als Gouverneurin zu dienen. Gibt es sonst noch etwas, was ich wissen sollte? Keshu ist fortschrittlich, was Argonia angeht.
Ich habe gehört, sie interessiert sich für die Geschichte der Argonia. Doch sie hat sich aufrichtig dem Aufbau einer offenen und erleuchteten Gesellschaft für alle Bewohner Gideons verschrieben. Ich kann es eigentlich kaum erwarten, mit ihr zu sprechen. Was wisst ihr über Gideon? Was hatten die Weber erzählt? Oh ja, es ist eine der 8 Hauptstädte von Schwarzmarsch. Aber die Nähe zu Cyrodiil macht es mehr zu einer kaiserlichen als einer argonischen Stadt. Vandasia vertrat sogar über Jahrzehnte das Kaiserreich in Gideon bis... ihr wisst schon. Stand Vandasia der Stadt... Stand Vandasia der Stadt vor, bevor er seine Verbindung zum offenen Kult offenbarte? Was heißt das übersetzt? Nein, er war mehr eine Art Berater. Wie die Ratsmitglieder hier in Leyawin. Gouverneurin Keshu lenkt die Geschicke der Stadt. Als Vandasia sich als Oberhaupt eines dädrischen Kults offenbarte, nun, da war seine Zeit in Diensten der Regierung eben beendet. Wart ihr von Vandasias Verrat überrascht? Wo ihr das jetzt so erwähnt? Sehr sogar. Er war ein Mitglied des Ältestenrats. Sein Name stand auf der Liste von Leuten, die Leowigs Geheimnis kannten. Ich dachte, ich soll ihn beschützen. Ihn vor dem Mörder bewahren. Doch dann war er der Mörder. Ja, und das ist ein sehr cleverer Schachzug gewesen, sich als selber als das Opfer darzustellen, obwohl man in Wahrheit der Täter ist. Ist auch bestimmt in deinen Romanen schon mal so gewesen, Evely. Wo ist Vandasia jetzt? Nachdem er Valeria ermordet und sich die verschlüsselten Dokumente geschnappt hat, ist er geflohen. Er könnte überall sein. Er hatte Jahrzehnte, um die erwachende Flamme aufzubauen und Verstecke einzurichten. Doch er hat es auf die Ambitionen abgesehen, genau wie wir. Wir müssen das verborgene Gewölbe finden, bevor er es tut. Ja, da hat sie auf jeden Fall recht mit und ihr merkt schon, was jetzt kommt, wenn ich in diesen Modus gehe. Ich habe jetzt beide letzten Folgen in einer aufgenommen, deswegen muss ich mal gucken, wie ich das Ganze zusammenschneide. Ich denke mal, diese hier wird ein bisschen kürzer werden als normal, aber ich möchte das Ganze halt thematisch ein bisschen zusammenhalten. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge direkt in Gideon wieder. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.